Hurricane Ian nähert sich der Ostküste der USA, während in Vietnam mehr als 800.000 Menschen aufgrund von Taifun Noru evakuiert werden mussten. Hier eine kurze Zusammenfassung der Entwicklung beider Stürme. Satellitenaufnahmen vom Golf von Mexiko zeigen das Ausmaß von Hurricane Ian. Dabei zucken auch Blitze immer wieder auf. Die Windgeschwindigkeiten haben bisher schon knapp 200 km pro Stunde erreicht. Auf Kuba hat Ian bereits schwere Schäden angerichtet. Er war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Kilometern in der Stunde auf Land getroffen. In ganz Kuba fiel der Strom aus. Deswegen gelangen auch nur allmählich Informationen aus den besonders betroffenen Gebieten an die Öffentlichkeit. Erste Fotos zeigen ein Bild großer Zerstörung. Viele Häuser und Straßen stehen unter Wasser oder sind stark beschädigt und Bäume sind entwurzelt. Hurricane Ian hat Kuba hinter sich gelassen und erreicht jetzt am Mittwochabend Ortszeit die Westküste Floridas. Etwa zwischen Tampa und Cape Coral wird er auftreffen. Und da gibt es dann auch die verheerendsten Folgen. Orkanböen von um die 200 km/h. Regensummen jetzt aktuell berechnet von 600 bis 800 Liter auf den Quadratmeter. Also Überflutung und Hochwasser sind definitiv die Folge. Natürlich auch große Schäden und Stromausfälle. Viele Einwohner Floridas treffen die letzten Vorbereitungen. Auf der Inselgruppe Florida Keys sind die ersten Ausläufer schon jetzt zu spüren. Es gibt bereits vielerorts Berichte über Tornados und Überschwemmungen. Auch Taifun Noru ist noch gefährlich. In Vietnam wurden am Dienstag mehr als 800.000 Menschen als Vorsichtsmaßnahme evakuiert. Von der Evakuierung sind vor allem Menschen betroffen, die an der Küste leben. Schulen wurden geschlossen und öffentliche Veranstaltungen abgesagt. Alle Flüge aus und in die Region wurden bis nach dem Taifun eingestellt. Der Tropensturm fegte seit der Nacht zum Mittwoch mit starken Winden und heftigem Regen über die Zentralregionen Vietnams. In mehreren Provinzen fiel der Strom aus. Bäume und Strommasten knickten um, Dächer wurden abgedeckt und tausende Häuser beschädigt. Den Behörden zufolge wurden in Vietnam zunächst keine Todesopfer gemeldet. In Kambodscha seien hingegen 16 Menschen im Hochwasser ertrunken, teilte der Katastrophenschutz mit. MeteorologInnen rechneten in der Region weiter mit schweren Niederschlägen und warnten vor Sturzfluten und Erdrutschen. Jedoch wütet Noru weniger stark als befürchtet. Die Windgeschwindigkeit betrug bis zu 133 km pro Stunde, als der Sturm auf die Küste Vietnams traf. Danach schwächte sich der Taifun auf Spitzengeschwindigkeiten von 117 Stundenkilometern ab.